Hallo meine Lieben, es ist wieder soweit. Wir haben uns eine neue Utrimi Box bestellt. Bei Utrimi ist es so, dass wir, das ist kein Abo, wir können uns einfach Artikel zusammenstellen, die sich regelmäßig wechseln. Und wir haben da so einen Balken, den können wir voll machen. Und so viele Produkte, bis der Balken voll ist, können wir bestellen. Und dann kriegen wir so eine Box geliefert mit ganz vielen unterschiedlichen Sachen. Die Box haben wir letzten Monat bestellt. Ich habe keinen Plan, was hier drin ist. Ich weiß, dass wir einen Gutschein hatten. Für was Besonderes. Den gibt es jetzt leider nicht mehr. Ich werde aber gucken, ob noch ein paar Gutscheine aktiv sind. Die kriegen wir nämlich immer per E-Mail zugesendet, wenn du dort Kunde bist. Und die werde ich euch dann einfach unten in den Kommentaren hinzufügen bzw. dazu schreiben. So, dann legen wir wieder auf Seite, dass keiner was sehen kann. Und wir schauen hier mal. Ist auf jeden Fall schon dick verpackt. Und wir gucken mal, was wir drin haben. So, hier oben ist erstmal ganz viel Papier. Ja, nur Papier. Legen wir es mal auf Seite. Und dann haben wir ein Riesenloch. Okay, die Box ist leider nicht mit oben gefüllt. Da war viel Papier drin. Und das Ganze beginnt mit... Oh, mit Feigling. Red Berry. Das Ganze aus. Aber ich glaube, es sind sogar... Zwei sind da drin. Ich glaube sogar fast, dass das der Gutschein war, dass wir die drin haben. Ich bin gar nicht mehr sicher. So, nee, stimmt gar nicht. Feigling war nochmal extra. Wir probieren einfach mal ein. Was war das? Genau, Red Berry. Riechen tut's gut. Auch. Du musst das Ding auf die Nase drücken. Okay, ich soll das Ding auf die Nase drücken? Es darf nicht runterfallen. Drück es richtig auf die Nasenspitze. Na, hier auf die Spitze, wo ist denn deine Nasenspitze? So, und jetzt? So trinkt ein Dorfkind. Okay, willkommen im Dorf. Oh. Okay, ich bin ein Stadtkind, weg damit. Oh, ist ganz lecker. Der Alkohol schmeckt mir jetzt nicht so stark. Sehr fruchtig. Ja, ist ein leckerer Feigling. So, einen haben wir schon, einen haben wir dann für später noch übrig. Dann gucken wir, wie es weitergeht. Dann haben wir hier von Mitsuba in Mild. Das sind diese Reiscracker, die man aus dem asiatischen Supermarkt kennt. Die sind richtig geil. Oh, riechen tun sie richtig gut. Die kennt ihr wahrscheinlich auch. Die sehen so ungefähr aus. Sind richtig gut. Mmh. Mega. Und unterschiedliche Sorten haben guten Geschmack nach also Reiseimer, Sojasauce und am besten, hör mal, da sind diese Kugeln drin. Hier, solche hier. Die sind unterschiedliche mit einer Nuss drin. Die sind ultra lecker. Die feiere ich mega. Mmh. Richtig geil. So. Weiter geht's. Haben wir wieder ein bisschen was eingepackt. Okay. Haben wir Rabenhorst, Ingwer und Kurkuma. Das sind so Shots. So sehen die aus. Die werde ich jetzt nicht probieren. Das ist ein bisschen viel, die sind nämlich relativ stark. Ich feiere die aber mega zum Geburtstag. Zum Geburtstag, genau. Zum Frühstück. Wenn man sich gleich wach wird, machen wir jetzt so ein Ding rein. So sehen die aus. Echt mega cool. Die werden wir aber zum Frühstück kosten. So. Auch weiter schon. Dann haben wir hier. Okay. Tic Tac. X-Fresh Cherry Menthol. Und Strong Mind. So sieht's aus. Probieren wir jetzt mal. Strong Mind erstmal. Seht ihr das? Tic Tac ist ja erfunden worden, der Deckel. Damit immer einer nur rauskommt. Sonst kommt trotzdem keiner raus. Sehr gut. So, hier haben wir einen. Sehr
sehr fruchtig. Oh, in der Mitte kommt so eine Schärfe. Den kennen wir auch von Airbag. Richtig gut und richtig frisch. Gut ist diese zuckerfrei. Von mir ist auch mal die Sherry-Variante. Oh, man riecht gleich einen richtig geilen Atem im Mund. Gefällt mir richtig gut. Sherry-Variante. Die ist noch besser. Gleicher Effekt, nur halt mit der Kirsche. Sehr, sehr geil. Einen schönen frischen Atem. So können wir dann auch weitermachen. Dann haben wir hier Heilerde. Okay, so eine Heilerdenmaske mit Seefenchel. So sieht das Ganze aus. Die werden wir jetzt nicht testen. Aber wie gesagt, schaut mal auf Instagram vorbei. Da werde ich ein Feedback dazu geben, wie wir die finden. So, weiter geht's. Oh, schon ziemlich tief hier. Geht's auch gleich weiter. Oh, mit Hundeessen. Coco, da freust du dich. Guck mal, wir haben hier Karotten. 100% Vegi. Low Kalorien. Ich glaube, das ist auch 100%. Lass mich mal schnell schauen. Genau, sind drin Karotten, pflanzliche Nebenerzeugnisse und Petersilie. Und wir schauen mal, was Coco hier sagt. Coco, guck mal hier. Oh ja. Okay, er ist ein bisschen scheu, er wollte sich vor die Kamera. Aber es scheint ihm zu schmecken. Karotten sind ja sowieso sehr, sehr gesund für Hunde. Finde ich cool. So. Dann geht's weiter. Und wir haben hier wieder etwas Eingepacktes. Und... Oh. Ein Rum. Mountain Gay. So sieht das Ganze aus. Ich muss sagen, ich habe jetzt schon einen Falken hier reingehauen. Wir haben jetzt nicht so spät unbedingt, dass ich mir noch einen Rum reinhaue. Den werde ich jetzt zulassen. Ich denke, viele von euch werden wahrscheinlich keine Rumtrinker sein. Ich werde den irgendwann mal abends vielleicht probieren und dann nochmal Feedback geben. Aber so früh am Morgen jetzt brauche ich mir hier nicht noch eine reinhauen. So, lassen wir mal auf Seite. Finde ich aber cool, weil so kannst du auf jeden Fall, wenn du rumtrinkst, ein paar unterschiedliche Geschmacksrichtungen einfach mal ausprobieren. Und wenn es dir schmeckt, kaufst du einfach die große Flasche. So, dann haben wir hier... Was haben wir denn hier noch? Auch wieder alles eingepackt. Scheint eben... Oh, das war ein bisschen mehr. Okay. Haben wir ein Getränk. Rote Früchte von Vösslauer. So sieht's aus. Probieren wir jetzt mal. Scheint Kohlensäure drin zu sein. Mit Kohlensäure, schmeckt wie Wasser mit, ja, mit Früchten einfach. Ist ganz lecker, kalt kann ich mir jetzt sehr gut vorstellen. Gucken wir das Ganze mal zu probieren. Ist ein bisschen klein, muss ich sagen. Ich hatte es mir größer, glaube ich, vorgestellt. 0,2 Liter. Aber einfach zum Testen ist das völlig in Ordnung. So. Und da hatten wir hier gerade noch, genau, haben wir wieder von Just Spice. Zwei Gerichte. Die hatten wir auch schon beim letzten Mal drin. Aber das erste Video haben wir ja auch schon online. Und die waren ja echt gut. Und ich bin echt gespannt, wie die hier sind. Also wir haben hier nochmal Yeah Curry. Und Feta Fete. Die zwei. Und da wird ja auch bald das Video zukommen. Wie wir die gemacht haben. Wie sie geschmeckt haben. Und das Review dazu. Und ich sehe gerade, hier ist noch einer drin. Go Limon. Genau. Das Video ist ja schon online. Und... Kann ich nur sagen, muah, richtig gut gewesen. Das ist richtig lecker. Dann geht es hier unten weiter. Ich muss sagen, die haben echt viele Papier eingepackt. Was ich mich frage, weil hey, sowas muss nicht in Papier eingepackt sein. Groß kaputt wird das jetzt nicht gehen. Dann haben wir hier eine Dose von Butz. Hard Selters. Ja, soll Wasser sein. Mit einem Hauch von Grapefruit.
Ist da noch was drin? Oh, mit Alkohol. Okay, Wasser aus Alkohol aus Trauben. Okay, also Wasser mit Alkohol. So sieht das Ganze aus. Wenn wir am Ende vielleicht nochmal probieren. Ich guck mal, was wir noch drin haben an Getränken. Mit 4,1%. Also ein guter Schuss ist da schon drin an Alkohol. Gucken wir am Ende. Ich schau mal, was wir noch da haben. So, dann haben wir hier Freche Freunde. Die sind auch richtig lecker. Die haben eine geile Fruchtfüllung. Hier mit Mango und Orange. So das Ganze aus, was hier so Esspapier an den Rändern und in der Mitte die Frucht. Riecht richtig gut. Das ist eine schöne Alternative, wenn man sich mal ein paar Früchte reinhauen will. Na, ganz schnell. Finde ich echt cool. So, aber es geht weiter. Okay, was haben wir denn da noch? Wieder eingepackt, aber hier scheinen zwei Sachen drin zu sein. Okay. Was haben wir hier noch? Hakuma. Eistee. Ist das einmal Grapefruit, einmal Pfirsich. So sieht das Ganze aus. Lass ich mit zu den Getränken. Wir entscheiden uns am Ende nochmal, welche wir probieren. Ich werde hier nicht alle Getränke aufmachen, weil es einfach zu viel am Ende wird. Vor allen Dingen die alkoholischen. Und hier gleich nochmal. Ah, okay. Hier geht es gleich weiter mit Getränken. Dann haben wir hier von Bloom. Das ist so ein Beauty-Getränk. Kann ich mir eigentlich wenig drunter vorstellen. Mit Kollagen. Ja, regulär und mit Low-Kalorien. So sehen die aus. Ich kann mir darunter wirklich überhaupt nichts vorstellen. Was steht denn dabei? Für ein natürliches, frisches und revitalisierendes Hautgefühl. Okay, also anscheinend wird meine Haut besser, wenn ich das hier trinke. Ja, könnt ihr mal schreiben, ob ihr das schon mal probiert habt. Und ob das wirklich wirkt. Probieren die aber am Ende mal. Gucken jetzt mal, ob wir noch was anderes da drin haben, außer trinken. Und ich glaube, wir sind schon fast am Ende. Und ich glaube, hier ist nämlich die Überraschung. Warte mal, hier ist noch was. Hier an den Seiten hat sich hier noch was versteckt. Was haben wir denn da? Ach, doch ein Riegel. Banane und Kirsche. Machen wir auch mal auf. Man kann ja nicht genug Obst zu sich nehmen. Und ein paar schöne Vitamine. Gleiches Spiel. Riecht mega fruchtig. Kirsche kommt gut durch. Banane ja schwach. Der Hafer ist da schon sehr stark. Aber ich finde die einfach mega lecker. Finde die super lecker. Und da habe ich hier noch was gespürt. Was ist denn das? Aha. Nao Brain Stimulation. Ein natürlicher Wachmacher. So sieht das Ganze aus. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Aber ich guck mal einfach schnell. Okay. Ich glaube, enthält 145 Milligramm Koffein. Ich glaube, das sind Koffeintabletten. Aus Matcha-Extrakt und aus grünem Tee-Extrakt. Grünen Kaffeebohnen-Extrakt, Brahmi-Extrakt, Vitamin und Eisen. So, schauen wir mal. Wie sieht das von innen aus? Haben wir 7 Stück drin. So sieht das Ganze aus. Soll ich die jetzt einfach so schlucken? Ich schau mal schnell. Verzehrempfehlung: täglich maximal eine Filmtablette mit ausreichend Flüssigkeit und zerkaut, nicht auf nüchternen Magen einnehmen. Okay. Also hier steht drin, ich soll sie nicht auf leeren Magen nehmen. Ich habe jetzt zwar schon gefrühstückt vor ein paar Stunden, aber ich denke, das ist schon sehr viel, ist fast 2 Milligramm Koffein. Ich werde die einfach heute Abend mal testen.
weggehen oder so. Und mal gucken, ob sie mich über Nacht wach halten. Aber finde ich sehr, sehr interessant. So, gucken jetzt mal. Aber habe ich noch mehr oder? Ich auf jeden Fall sowas. Was Großes. Ich glaube nämlich. Ah, ich sehe gerade, das hat unterschiedliche Fächer. Hier ist noch voll viel drin. Okay, egal. Ich glaube nämlich, das hier war der Gutschein, den wir hatten. Schauen wir jetzt mal. Ja. Wir hatten nämlich als Gutschein dieses wunderbare Getränk drin. Ich habe es selber noch nicht probiert. Es soll aber echt lecker schmecken. Ich schaue jetzt mal. Müssen wir mal gucken. Ich denke... Ja, ich weiß es gar nicht. Soll ich alles probieren? Wir legen es auch mal auf Seite, weil wenn wir jetzt zu viel Alkohol mischen, auch nicht gut. Ich schaue jetzt nochmal. Also hier ist jetzt nichts mehr drin, aber wir hatten hier an den Seiten noch, habe ich gemerkt. So, und da haben wir endlich noch was zu essen. Mit Zuba. Und zwar hier mit Wasabi. Haben wir noch. Und wisst ihr was? Wir probieren einfach nochmal was. Ich mache auf jeden Fall noch was auf vorher. Und wir probieren jetzt mal. Haben wir Grapefruit haben wir da und Pfirsich. Ich habe in letzter Zeit echt viel Pfirsich-Eistee probiert. Deswegen probieren wir heute mal Grapefruit. Kannst du hier oben nämlich aufmachen. Wir schütteln das jetzt einmal. Wir machen das hier jetzt auf. Okay, riechen. Hier tut es jetzt erstmal sehr künstlich. Oh. Oh, okay. Oh, das ist ja widerlich. Also so sieht's aus. Grapefruit. Ist vielleicht abgenommen? Nee, hab ich gerade geguckt noch. Okay, also. Es sind 5 Gramm Zucker drin. Ich habe erst gedacht, es ist hier kein Zucker drin. 5 Gramm Zucker ist, glaube ich, ganz normal bei Eistee. Boah, es schmeckt aber... Es riecht nicht lecker. Es ist ab... Also... Vielleicht hat es ja nicht gekriegt. Lass mal riechen. Boah. Also, okay. Das hier, absolut nicht mein Getränk. Gar nicht. Das haut mich weg. Okay, wir probieren da gerade die andere Hälfte und irgendwie freut sie sich darüber. Also ich finde es jetzt nicht so schlimm. Ich finde es jetzt nicht super geil, aber... Also es scheint anscheinend Geschmackssache zu sein. Ich finde es wirklich extrem schlecht. Da hinten schmeckt es anscheinend. Mach mal das Glas links. Okay, also es ist wirklich Geschmackssache. Ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Ich finde es wirklich sehr schrecklich. Schmeckt eher wie so ein... Da haben wir uns lieber jetzt mit Wasabi rein und freuen uns über einen echten Geschmack. So, ich liebe nämlich Wasabi. Wie ihr wisst, Chips kann ich ja nicht essen. Blödsinn, Chili kann ich ja nicht essen. Umso mehr Wasabi kann ich aber nicht mehr essen. Mmh. Mega lecker. Und ich empfinde Wasabi überhaupt nicht als scharf. Und wenn die meisten gar nicht verstehen, ich finde Wasabi so lecker. Richtig was für mich. Richtig, richtig geil. Mega. Wenn ihr Wasabi liebt, probiert die. Die sind so lecker. Und für mich persönlich überhaupt nicht scharf. Also ich habe 2 von 3 Chilischoten. Und das schmeckt einfach wirklich geil. Ich liebe das. So. Schauen wir mal. Und hier haben wir gleich noch eine. Sehr cool. Aber, da muss ich aufpassen, wenn da jetzt Chili drin ist, werde ich die nicht probieren. Ja, und hier Chili-Pulver drin. Das Problem ist ja, ich bin ja allergisch gegen Chili. Und deswegen muss ich da mal ein bisschen aufpassen. Und hier ist relativ viel Chili drin. Das erklärt auch die 3 Chilischoten. Die sind bestimmt auch mega lecker. Aber, hier jetzt heute mal kein Risiko ein. Auch geil. Also gleich alle 3 Sorten sind mit drin. Mega. So, und dann geht's hier. So, und jetzt müssen wir mal gucken, weil eigentlich kriege ich die Sachen hier nicht mehr richtig raus.
Jetzt muss ich leider ein bisschen spoilern, mich selber. Okay, hier ist noch ein bisschen Papierkram drin. Mal weg. Aber... So, scheint noch was aus Glas drin zu sein. Okay, das ist leer. Seite hier. Okay, hat nichts gesehen. Aber sind noch eingepackte Sachen drin. Hier einmal. Tomatensoße! Tomatensoße aus Basilikum von Naturata. Eine Bio-Tomatensoße. Kenne ich nicht die Marke, habe ich auch noch nicht probiert. Werde ich jetzt aber zulassen. Probiere aber die Tage. Finde ich aber cool. So ein Glas, ich denke, das reicht dann für 2 Portionen. Ja, coole Sache. Schauen wir, was wir noch haben. Könnte jetzt natürlich sein, weil es fühlt sich sehr edel. Ne, das ist eine Flasche. Okay. Okay, Bier. Den Winterbock. Aber nochmal dabei. Hatten wir schon mal. Helles Bockbier ist sehr stark, hat fast 17% Stammwürze und 7% Volumen. War nicht meins, aber ich kenne hier einen, der das ganz gerne trinkt. Der wird sich darüber freuen. Und als jetzt glaube ich wirklich als letztes haben wir drin nochmal Tomatensoße, aber die klassische Variante ohne Basilikum. So sieht's aus. Sehr cool. So, jetzt ist die Box wirklich leer. Mach die mal hier runter. Und da haben wir noch Flyer drin. Ah, okay. Wer also hier den Alkohol mag, es gibt hier einen Gutscheincode. Der erste gewinnt. Ich halte ihn mal dran. Kriegt ihr 0,7er Flasche. Das zugeschenkt bei der Bestellung bei pkb.shop. Kenne ich nicht den Shop. Aber wer Lust hat, kann den hier einlösen. Ach, okay. Die Feiglinge habe ich gar nicht bestellt. Die waren gratis dabei zum Probieren. Sehr cool. Finde ich cool, dass sogar noch was gratis dabei war. Also insgesamt muss ich sagen, eins der schlimmsten Sachen, die ich jemals getrunken habe. Aber die anderen. Ja. Die andere Hälfte da mag das ja anscheinend. Sonst coole Sache, klar. Ein paar Produkte können wir nicht testen. Es war relativ viel Alkohol diesmal dabei. Ich denke, die kennt man. Die werde ich dann eiskalt mal probieren. Aber wie gesagt, wir haben relativ früh morgens. Den Feigling habe ich mir jetzt noch reingehauen. Aber ich muss nicht morgens früh, kurz nach dem Frühstück, mir so viel Alkohol geben. Ja, insgesamt fand ich aber wieder eine geile Box. Ich feiere viele Sachen davon mega. Ihr könnt ja selber mal probieren. Es ist jedes Mal ein wechselndes Sortiment. Also viele Sachen, die wir jetzt hier haben, gibt es schon gar nicht mehr. Dafür gibt es aber wieder ganz viele andere. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wir sehen uns aber beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Ich weiß nicht, wie du das trinken kannst. Das ist Jasmin-Tee. Das ist so widerlich.